Ulrich. Du musst mal wieder viel rote Tinte verspritzen, was? Ach, Rutchen, man könnte manchmal verzweifeln. Stundenlang bläut man der Bande die Aufgaben ein, fragt jeden Einzelnen, ob er alles verstanden hat und was ist das Ergebnis von 13 Arbeiten, die ich bisher verbessert habe. 7 Fünfen. Na, und wie hat Ricky abgeschnitten? Ach, unser Sohn. Die ganze Stunde hat er am Federhalter geknabbert. Ich wage gar nicht, sein Heft aufzuschlagen. Wo steckt er eigentlich? Er ist auf Petras Kinderparty. Ich habe ihm erlaubt, bis 9 Uhr zu bleiben. Hm. Er hat einen Schlüssel. Aber nun mach langsam Schluss. Es ist gleich 7:45. Wir wollten doch weggehen. Weggehen? Wir wohin? Na, ins Kino. Der Film, den wir uns ansehen wollten, läuft heute den letzten Tag. Ach, entschuldige. Das habe ich ganz vergessen. Aber, sag mal, könntest du nicht Susannchen fragen, ob sie mitgehen will? Ich muss nur noch die Hefte zu Ende arbeiten. Du weißt. Ich weiß Bescheid. Du brauchst gar nicht erst weiterzureden. Heute sind die Hefte dran und morgen ist es das Funkgerät. Ja, du hast ja recht. Aber was soll ich machen? Am Wochenende, ja? Dann nehme ich mir Zeit. Bestimmt. Dann machen wir einen Kuhdammbummel und anschließend gehen wir ins Kino. Oder vielleicht sogar ins Theater. Ich werde dich daran erinnern. Verlass dich drauf. Aber wenn Susannchen nicht gehen will, sieh dir doch den Film alleine. Ne? Lass mal, ich gehe ein bisschen zu Janitzens runter. Vielleicht gibt es was Nettes im Fernsehen. Brötchen, komm mal her. Was ist denn? Krieg ich keinen Kuss? Oh, verdient hast du zwar keinen, aber vielleicht als Vorschuss auf den Sonnabendbummel. Vielen Dank. Und viel Vergnügen. Danke. Schönen Gruß an Familie Janitz. Ja, im Hotel. Ja, in der Bar. Ist gut, Milli. Aber wir fahren gleich ab, nicht? Och, mit dem Wagen brauchen wir eine knappe halbe Stunde. Du kannst schon 2 Stühle anwärmen. Bis gleich, Milli. Otto, Beeilung. Der Herr, da mit meiner Krawatte scheint was nicht zu stimmen. Wenn ich sie so binde, dass sie sitzt, dann drückt sie mir fast die Gurgel ab. Und wenn ich sie so binde, dass sie nicht drückt, dann sieht sie aus wie ein alter Topflappen. Binde sie, wie du willst, aber beeil dich gefälligst. Sonst kommen wir noch zu spät. Na und, na. Guten Abend, Frau Schulz. Guten Abend, Frau Janitz. Ach, Sie wollen noch ausgehen? Ja, wir wollen einen Besuch machen. Aber ich weiß nicht, ob mein Mann mit seinem Schlips fertig wird. Kann ich was für Sie tun? Nein, danke schön. Ich dachte nur, Sie hätten vielleicht den Fernsehapparat eingeschaltet. Ach, Sie wollen sich ein bisschen beflimmern lassen. Das können Sie auch ohne uns haben. Otto? Ja. Otto, stell mal die Röhre an. Ja, gut. Ach, guten Abend, Frau Schulz. Guten Abend, Herr Janitz. Aber das ist wirklich nicht nötig. Ja, aber ich bitte Sie. Mein Mann ist nämlich mit den Heften beschäftigt und ach, dann gucken Sie doch, solange Sie wollen. Nur wenn Sie raufgehen, müssen Sie die Tür abschließen, ja? Ja. Ich gebe Ihnen gleich den Schlüssel. Danke. So. Der Kasten läuft. Gute Unterhaltung wünsche ich. Vielen Dank, Herr Janitz. Wirklich sehr nett. Wir sind nämlich mit einer Gastwirtsfamilie aus Kassel verabredet, im Hilton. Die sind für ein paar Tage in Berlin. Und heute ist Montag, da können wir es uns leisten, wegzugehen. Am Montag ist bei uns nie viel los. So, bitte nehmen Sie doch einen Stuhl. Setzen Sie sich, Frau Schulz, bitte. Länger als ein Stündchen will ich sowieso nicht bleiben. So, bitte. Vielen Dank. Hertha, was ist denn hier mit dem Kasten Bier? Ach so, ja, der junge Mann wollte ihn um 7:30 abholen. Ja? Ich habe ihm klar und deutlich gesagt, dass wir um 8 zumachen. Ja. Wenn er auf dem Trockenen sitzt, ist er selber schuld. Na ja, Gott, er hat heute Geburtstag und schließlich ist er ein guter Gast. Ich will den Schlüssel, ja? Ja. Vielleicht kann ich Ihnen irgendwie helfen. Oh, das wäre sehr nett, Frau Schulz. Sie brauchen nur die Tür zu öffnen, wenn er klopft. Ja? Den Kasten Bier holt er sich schon alleine. Bezahlt ist auch alles. So, hier ist der Schlüssel. Welcher ist es? Hier, der, ja? Danke. 2-mal rumschließen. Und morgen früh können Sie ihn durch eins der Kinder runterschicken. Bist du soweit, Otto? Ja, die Krawatte. Ja, es ist gut. Komm. So. Also, viel Spaß, Frau Schulz. Viel Spaß. Ach, hoffentlich läuft nicht nachher so ein knallharter Krimi. Sonst grauen Sie sich doch, wenn Sie so alleine sind. Ich habe eine große Familie. Meine Nerven sind trainiert. Na, ein langer Abend wird es bei uns bestimmt nicht. Gegen 10:30 sind wir zurück. Ja. Wiedersehen. Wiedersehen, Frau Schulz. Ach, ich muss ja noch abschließen. Ach, Paps. Na, Susannchen. Was machst denn du da? Ich ordne die Klassenarbeiten. So wie die Hefte liegen, so sitzen die Schüler in meiner Klasse. Wo sitzt denn Ricky? Hier. Ich möchte herausbekommen, wie die Spitzbuben voneinander abgeschrieben haben. Sieh mal, das ist hier Knallepings, das ist der Klassenbeste. Der hat bei der Aufgabe 375 herausbekommen. Das ist falsch. Aber die 375 erscheint auch bei seinem Hintermann und beim Hintermann seines Hintermanns. Du bist ja ein richtiger Detektiv. Ah ja. Wenn man es mit lauter kleinen Gaunern zu tun hat, dann wird man es automatisch. Aber das ist das Komische, die 375 erscheint auch in einer anderen Bankreihe hier und hier. Und Sherlock Holmes beginnt jetzt zu kombinieren. Ja, aber leider ohne Erfolg. Diese Burschen müssen einen Schummeltrick benutzen, den ich noch nicht kenne. Kennst du nur so viele Schummeltricks? Na klar. Doch selbst auf der Schulbank gesessen. Und du hast auch richtig wie andere Jungs abgeschrieben? Und wie? Aber worauf ich am meisten stolz bin, ich bin niemals erwischt worden dabei. Es ist ein Vergnügen, Reimer, bei der Arbeit zuzusehen. Ach, einen Augenblick. Ja, ich komme ja schon. Der Ding ist wirklich nur die klassische. Leider auch in seinem Repertoire. Ach, ja, Ziermann. Ja, guten Abend. Ja, die Tür ist ja abgeschlossen. Ach, der Tag wohl im Vereinszimmer eine geschlossene Gesellschaft. Nein, Familie Janitz ist nur ausgegangen. Ach, verstehe.
Dafür stehen Sie hinterm Tatpan sozusagen vertretungsweise. Irrtum, Herr Ziermann, ich sehe mir nur ein Fernsehspiel an. Also das Lokal ist wirklich geschlossen. Ist geschlossen? Mhm. Naja, aber ein Bierchen werden Sie mir trotzdem einschenken können. Von Ihrer Hand kredenzt wird es mir ein Hochgenuss sein. Na, ich weiß nicht. Ich meine, Frau Janis war so nett, hat mir erlaubt, hier zu sein. Ich kann Ihnen doch nicht irgendwas einschenken. Das kriegen wir schon hin. Wenn Sie mir gestatten, helfe ich Ihnen. Sehen Sie, das ist der Zapfhahn. Sie brauchen bloß aufzudrehen. Bier fließt von ganz alleine. Herr Ziermann, ich... Na, also ohne mein Bierchen kann ich nicht einschlummern. Wollen Sie die Verantwortung übernehmen, dass ich eine schlaflose Nacht habe? Nein. Na schön, weil Sie sind. Das wäre auch ganz im Sinne von Frau Janitz. Bezahlen müssen Sie aber wie sonst. Was kostet denn so ein Helles? 50 Pfennig. Oh. Das machen Sie aber großartig. Mein Kompliment. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Na, habt wohl Feierabend hier. Ach, Sie kommen sicher wegen des Biers. Stimmt. Wenn ich in die Wirtschaft komme, komme ich immer wegen Bier. Das ist gut. Der Kasten steht da unten am Tisch. Ja, ihr habt wohl Selbstbedienung. Sind Sie denn nicht der Herr, der den Kasten Bier bestellt hat? Ich? Ich bin der Herr, der den Bus fährt. Sagen Sie, Frau Wirtin, können wir noch was Warmes zu essen haben? Ich muss Sie leider enttäuschen. Das Lokal ist geschlossen. Ja, ja, ja. Betriebsruhe bis morgen früh um 8. Ja, aber das geht doch nicht. Ich habe eine Menge Leute draußen im Bus. Die haben überhaupt noch nicht zu Nacht gegessen. Ja, 4 Straßen weiter ist ein ausgezeichnetes Lokal mit erstklassiger Küche. Kann ich sehr empfehlen. Ja, wir wollen hier in dieses Lokal. Wissen Sie, wir kommen nämlich aus Mainz am Rhein. Ja, wir sind ein Kegelclub. Ein Kegelclub aus Mainz. Frau Wirtin. Nein, ich bin nicht die Wirtin. Na klar, Frau Wirtin. Aber sehen Sie mal, wir sind den letzten Abend hier in Berlin. Und unser Vorsitzender, der hat in diesem Lokal vor 40 Jahren seine Frau kennengelernt, ja, die Anna. Die war hier Mamsell und hat hier Getränke serviert. Ja, ja, ich verstehe Sie sehr gut, aber ich kann Ihnen nicht helfen, beim besten Willen. Fatal, aber nicht zu ändern. Herr Wirt. Wird es gut. Na ja, also Herr Ober, bitte, sehen Sie mal, unser Vorsitzender, das ist ein älterer Herr. Wollen Sie ihm jetzt die ganze Freude verderben? Auf der ganzen Reise hat er nur von diesem Lokal erzählt. Also ist das jetzt dein Neid? Ja, ja. Das ist schön hier. Wir wollen doch noch Bier zu trinken. So, sind die Wäsche heiß? Ja, ich möchte auch hier was essen. Sind lauter nette Leute. Da sind bestimmt keine Radaubrüder dabei. Ja, so viele Leute, um Himmels Willen. Da wird auch eine anständige Zeche gemacht. Na ja, aber ich... Sehen Sie mal, wir waren den ganzen Nachmittag unterwegs. Wir haben einen Mordshunger. Begreifen Sie doch, ich kann die Verantwortung für das alles hier nicht übernehmen. Ja, aber irgendetwas muss geschehen. Wir können die Leute doch nicht einfach wegschicken. Kriegen einen ganz falschen Eindruck von Berliner Gastfreundschaft. Der Herr Ober hat recht. Schönen guten Abend, Frau Wirtin. Sehen Sie, das ist unser Vorsitzender vom Kirchenclub. Unser Frau. Guten Abend. Wir freuen uns ja so, dass wir unser altes Lokal noch mal besuchen können. Wir haben ja gar nicht gewusst, ob es überhaupt noch steht. Sieht noch genauso aus wie früher. Nur die Einrichtung ist moderner. Sie haben sich hier kennengelernt? Ja, ich habe hier serviert. Da an dem Ecktisch, da hat der Franz gesessen früher. Abend für Abend, ohne mich aus den Augen zu lassen. Haben Sie noch eine von den großen Stiebel da, ja? Von was? Stiebel, meine. Ja, ein ganzer Liter Bier ging neu. Aber Papa, das verdrehst du doch heute gar nicht mehr. Na, abwarte, Mutter, abwarte. Wir gehen mal an unsere Ecktisch, gell? Würde es wirklich fertig bringen, diese nette Leute hier wegzuschicken? Wann kommen denn Herr und Frau Janitz wieder zurück? Na, so gegen 11 Uhr. Gegen 11? 2 Stunden also. Ja, bis dahin müssen wir die Sache irgendwie schaukeln. Bedienung, bitte. Können wir was zu trinken haben? Na, da haben Sie es schon. Wer soll denn die Bedienung übernehmen? Der Herr Oberkellner natürlich. Wer? Ich. Komme sofort. Aber... Ja, außergewöhnliche Situation erfordert außergewöhnlichen Einsatz. Nein, ich musste erst meinen Mann fragen. Ich rufe ihn an. Gut, ich werde inzwischen die Stühle aufstellen. Ah, aber das kommt überhaupt nicht in Frage. Auch mit Hilfe von Herrn Ziermann nicht. Aber der versteht doch auch nichts davon. Es kann irgendetwas passieren. Nein. Du musst den Leuten sagen, sie müssen wieder gehen. Das ist die einzige Möglichkeit. Nein, das ist unmöglich. Nein. Na, wirklich? Was? Ja, na gut. Na, ich verstehe dich, ich weiß, was du meinst. Also gut, dann werden wir eben helfen. Hauptsache, es sind genügend Vorräte in der Küche. In 2 Minuten sind wir da, Rutchen. Susanne! Was ist denn los, Paps? Eine weiße Schürze umbinden, du musst servieren helfen. Ich?
Ja. Servier? Wem denn? Dem Kegelclub, alle Neune, aus Mainz am Rhein. Komm, beeil dich. Na, da kommt ja mal Stimme. Jetzt wohl noch ein Aber ganz langsam trinken, ganz kleine Schnickchen, ne? Herr Ober? Ja, komm sofort, bitte. Drei Birsche, drei Harte und für jede ein Kotelett. Ja, am besten mit Bratkartoffelchen. Tut mir leid, warme Küche ist geschlossen, kalte wird gleich aufgemacht. Der Brise für jeden und ein belegtes Brot, ja. Schinken und Käse. Ja, gelegtes Brot, Käse, Schinken und Käse, drei Birsche. Aber langsam, langsam. Flotte Bedienung, Herr Oberkellner. Danke vielmals. Zufriedenheit der Gäste ist mir oberstes Gebot. Frau Wirtin, drei klare, drei helle und belegte Brote werden verlangt. Ich hoffe, mein Mann kommt bald. Da ist er schon. Guten Abend. Guten Abend. Herr Wirt, ja. Wasser aufsetzen, Brot, Bahn, Schinken und Käse warten in der Küche. Ja, ich beeil mich. Ja. 76-mal Weinbrand für den großen Tisch in der Ecke. Wird erledigt. Frau Wirtin, drei klare, drei helle. Schon in Arbeit. Bitte. Flotte servieren haben Sie da aber, Frau Wirtin. Bei dem heutigen Arbeitskräftemangel sieht man sowas recht selten. Ich behandle Sie auch wie meine eigene Tochter. War prima, deine Party. Nächstes Mal bringst du mich aber nach Hause und suche ich mir nämlich einen anderen Freund. Erstmal den Finn. Ralfi hat gesagt, er bringt mir das Rauchen bei. Den alten Arsch voll. Mensch, guck mal, da. Meine Mutter hinter der Theke. Und alle Zierer mit einem Tablett unter den Arm. Wollen wir mal reingehen? Quatsch, dass sie uns ohne so einen dicken Hand drücken. Und Susanne, wie eine Servierin sieht sie aus. Ob dein Vater die Kneipe übernommen hat? Quatsch. Komm, wir hin lieber. Hm. Hier mit Käse. Ah, sind schon in Arbeit, Susannchen. Und vergiss nicht, die Schinkenbrote mit Gurken zu dekorieren. Gurken wollen alle. Ich habe sie mit Zwiebeln dekoriert. Das ist unmöglich, ja, wenn man euch Männer mal alleine in der Küche lässt. Na komm, dann nehmen wir die Zwiebel wieder runter. Ja, aber deswegen schmecken die Brote jetzt trotzdem danach. Ja, da musst du eben den Gästen sagen, Schinken mit Zwiebeln sei eine Spezialität dieses Hauses. Fünf Heller, bitte. Und eine Selta für mich. Hab meine Knochen lange nicht so strapaziert. Ich hier ist nervt schon. Machen Sie mir bloß nicht Schlapperzieher, Mann. Nein, 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 komm nicht auf Ware. Pflichterfüllung bis zum Äußersten. So. Prost. Drei Schinkenbrote, bitteschön. Ja. Nett machen Sie das aber. Ja, meine Anne hat auch immer so gestrahlt, wenn sie zu mir an den Tisch gekommen ist. Als der Franz zum ersten Mal hier an dem Tisch gesessen hat, da habe ich gesagt, der ist es und kein anderer. Naja, und dann ist es ja auch morgen. Ja, ja, und Hochzeit haben wir hier im Lokal gemacht. Und wie lange ist das jetzt her? Ah, 40 Jahre, mein Kind. Ach, ich trinke noch ein Stübel leer. Aber Papa, wieso kann ich mein Mann nicht? Lass mal, Mutter, ich will heute noch mal richtig auf den Bauch hauen. Na, was haben Sie euch eingestellt? Das kennen wir doch. Und trotzdem wird es diese. Ah, immer wieder gern. Denn überall, wo Blasmusik erklingt, der Liebelei. Ja, da ist Trubel, Trubel, ein Erkein. Da geht's. Humba, 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 tere, tere, tere. Da geht's. Humba, 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 tere, tere, tere. Da geht's. Humba, humba, humba. Na, Frau Wirtin, wie fühlen Sie sich? Danke, bestens. Ich hoffe nur, dass jetzt Familie Jan jetzt nicht allzu böse ist. Bei dem Geschäft, was wir für Sie machen. Sind denn die Gäste zufrieden? Siehst du doch, die Stimmung ist ganz toll. Die ganze Speisekammer steht voll. 90 Gläser, alles Kirschen. Das heißt, genau genommen sind es eigentlich nur 87. Vor der Woche habe ich schon 3 aufgemacht. Hast du keine Angst, dass deine Mutter was merkt? Angst schon. Aber es schmeckt so gut. Pass doch! Du kleckerst ja wie ein Säugling. Ich hole eine Serviette. Er futtert ja alles alleine auf. Petra, komm mal! Schnell! Was ist denn los? Unsere Rechenarbeit. Parsifal hat vergessen, die Hälfte wegzupacken. So was ist noch nie passiert. Hat er sie schon alle nachgesehen? Den hoffen wir ja. Aber den noch nicht. Ich muss mir ein Heft finden. Bringen sie doch nicht alle durcheinander. Hier ist es. Hol mir eine Federtasche aus dem Zimmer. Aber beeil da. Was willst du denn machen? Die Aufgaben verbessern. Was denn sonst? Hier ist dein Heft. Du sagst mir die richtigen Zahlen. Ich trau mich nicht, wenn es nachher rauskommt. Du bist eine Memme. Los, komm. Das ist eine einmalige Chance.
Und was willst du machen, wenn dein Vater plötzlich kommt? Dann kriegen sie 6. Und die kriege ich ohne verbessern. Los, mein Füller. Prima. Es macht Freude, Ihnen zuzugucken. Ja, gelernt ist gelernt. Wie Sie die Bierscher einschenken, richtig Schwung hat das. Wissen Sie? Ich verstehe nämlich was davon. Ich bin auch vom Fach. Ja, haben Sie ein Lokal? Mit 2 Kieselbahnen. Die Vereinsbrüder spielen bei mir, das ist unser Stammlokal. So, und jetzt schenken Sie mir alles dann alle rein, für Sie selbstverständlich auch. Aber nicht aus der Schummelflasche. Was, aus der was? Na, Sie wissen doch aus der Flasche, dass der nicht witzig selber reingießt. Fließt Tee oder was? Ah ja, 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 natürlich. Nein, ich trinke mit Ihnen einen echten. Das ist doch klar. Prost. Abend allerseits. Hm. Da kommt noch ein neuer Gast. Wo ist denn die Wirtin? Na, als Rate steht sie doch. Ich meine die Richtige. Ich habe einen Kasten Bier bestellt. Ach, Sie sind der Herr. Ja, der steht da unten am Tisch. Okay. Besten Dank. Und die Wirtin, ist die nicht da? Die Wirtin steht hinter der Theke, junger Mann. Noch 2 Helle, bitte. Wer sind Sie denn? Ich bin der Oberkellner. Unmöglich. Die Kneipe hat keinen Oberkellner. Die hat überhaupt keinen Kellner. Und die Wirtin da ist nicht die Wirtin. Wissen Sie, das ist nämlich so. Ich will nicht wissen, ich will die richtige Wirtin sprechen. Ja, jetzt beruhigen Sie sich doch mal, junger Mann, ist ja furchtbar. Ich beruhige mir, wann ich will. Wo ist die Wirtin? Jetzt setzen Sie sich eine Brille auf, da steht sie. 4 Senfgewürste sind in Arbeit. Und das da ist der Wirt. Sicher. Wissen Sie das ganz genau? Na ja, doch. Dann bin ich falsch. Dann habe ich hier auch nie mehr einen Kasten Bier bestellt. Jetzt spinne. Wiedersehen. 1924. von 864. Nun steht bei mir 684. Dufte. Und 816. von 1020? Halt nicht rausgekriegt. So eine leichte Aufgabe. Mal sehen, was bei Knallepink steht. Ob sich dein Vater freut, wenn er so eine gute Arbeit geschrieben hat? Klar, in Mathe hat er sowieso schon alle Hoffnung auf ihn. Oh, hier ist es. Knallepings hat 375. Mensch, Stuff, das schreibe ich bei mir auf. Bist wohl verrückt? Alles aufs Heft, die ganze Soße. Mensch, wisch schnell weg. Hast du ein Taschentuch? Klar. Bleibt alles rot. Die Seite darunter ist auch hin. Mensch. Das habe ich nicht gewollt, ganz bestimmt nicht. Jetzt kriegt Parsifal alle draus. Mensch, der macht mich zur Schnecke. Kannst deinem Vater sagen, ich hätte dich angestiftet? Ach Quatsch, ich schreibe alles normal. Käse ist das. Brauchst du übermorgen auch das Gedicht nicht auswendig zu lernen? Ich sag dir an alles vor. Da habe ich eben die Geschichte von der Wäschbar erzählt. Ruhe, 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 Silenzio. Liebe Käselbrüder, als nächstes gibt's jetzt extra Tänzchen für unseren Käselclub-Vorsitzenden Franz Wagner und seine Frau Anna. Das Liedchen heißt, in Rixdorf ist Musik. Komm, Anna. Alte Dame, du darfst mich aber nicht mehr so rumschwenden, gell? Das ist eine Stimmung wie beim Mensekarneval, gell? Ah ja? Müde? Es macht Spaß. Dann schenk mir doch bitte ein Glas Bier ein. Ja. Fräulein Susanne, manchmal glaube ich, man hätte doch heiraten sollen, oder? Sie haben ja noch Zeit, Herr Ziermann. David, ist Ihr Urlaub aus der Küche? Na, ich hoffe, dass jetzt der größte Hunger gestillt ist. Aber ein schönes Lokal haben Sie hier, so richtig gemütlich. Da werde ich mir in Mainz noch oft drüber erzählen. Ich habe in Mainz einen Freund, Dr. Schwermuth. Was, den Zahndoktor? Kennen Sie ihn? Nein, natürlich, der hat mir schon halb Dutzend Zähne gezogen. Ich unterhalte mich jede Woche einmal mit ihm. Dabei habe ich ihn persönlich noch nie gesehen. Wie geht denn das? Ja, wir unterhalten uns drahtlos. Dr. Schwermuth ist Amateurfunker, genau wie ich. Richtig, er soll den ganzen Tag wohl voller Geräte stehen. Das ist ein Hobby, muss man sagen. Sie interessieren sich dafür? Ich würde mir gern so ein Funkerland mal angucken. Das täte mich auch mal interessieren. Ja, wenn es weiter nicht ist, meine Herren, das können Sie haben. Kommen Sie. Komm. Ach nein, wir können auch hier lang gehen. Kommen Sie bitte, folgen Sie mir. Mensch,
96 muss das heißen, nicht 69. Was meinst du, wie mir der Finger zittern bei dem Tempo, was ich drauf hab? Die Striche könntest du wenigstens mit dem Lineal ziehen. Sieht besser aus. Hab kein Lineal. Ich nehm Heftrand. Ich werd dir mal ein Lineal zum Geburtstag schenken. Schenk mal lieber eine neue Fußballblase halt. Mehr von. Wenn ihr mich öfter nach Hause bringt, könnten wir darüber reden. Was ist denn? Psst, ruhig. Da schließt ihr eine Tür auf. Schnell die Hälfte weg. Ich schwör, ist noch schnell dazwischen. In mein Zimmer, in die Kirche mit. Ich bin meine Herren, bitte. Danke. Aber anstrengend für Sie, immer von der Wirtschaft in den zweiten Stock zu steigen. Oh, man gewöhnt sich dann. Da oben auf dem Hängeboden ist meine Anlage. Ah, sieht ja aus wie eine richtige Funkbude. Und für Dampfer. Ja? Na, darf ich mal vorgehen? Bitte. Nee, ach, Herr Witt, lüfte ich mir mal Jacke aus. Aber natürlich, machen Sie es ruhig bequem. Danke. Oh, 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 oh. Ist ja doll. Ja, da habe ich lange sparen müssen, bis ich die Anlage zusammen hatte. Ja, so ein Hobby ist nicht gerade billig. Aber Sie können sich das doch leisten. Ihre Wirtschaft ist doch eine wahre Goldgrube. Ja, die Wirtschaft ist schön, aber... Na, komm, Sie gehen erst mal raus. So. Nehmen wir mal. Au! Alter Mann ist kein Ding zu gehen. Ja, nicht sehr bequem. Was? Aber praktisch. Und die Zigaretten gleich ausmachen. Hi. So, dann wollen wir gleich mal Herrn Schwermuth anfunken. Der Doktor ist nämlich um die Zeit zu Hause, können Sie gleich guten Tag sagen. Der wird sich wundern. CQ, CQ, hallo Mainz. CQ, CQ, bitte Dr. Schwermuth, hier Dora Ludwig 7, Ultimo Senegal. Bitte um Anruf, gehe auf Empfang. Hier Dora Ludwig 9, Anton Santiago. Gute Verständigung. Wie geht's, Old Man Schulz? Haben Sie viel zu tun? Was macht denn die Schule? Geh auf Empfang. Habe nächste Woche Zeugniskonferenz. Werde eine Menge blauer Briefe schreiben müssen. Übrigens sind hier zwei Herren aus Mainz, wollen gerne guten Tag sagen. Ich nahm der Doktor. Paul Pollack, Sie werden sich sicher entsinnen. 5:10 hinten rechts. Vor 5 Wochen! Ja, Sie brauchen nicht so zu schreien. Nicht so schreien. Vor 5 Wochen! Ein bisschen lauter, bitte. Vor 5 Wochen! Rechnung 240 Mark! Herr Doktor, unser Gastgeber schwätzt da immer von blauen Briefen und von Zeugniskonferenzen. Ist uns einigermaßen unklar. Können Sie eine Erklärung abgeben? Ja, ich gehe auf Empfang. Ganz einfach, Herr Pollack. Ihr Gastgeber ist Lehrer. Da hat er mit solchen Dingen zu tun. Pauker mit der Wirtschaft. Also das gibt's nur in Berlin, gell, Herr Lehrer? Aber wir müssen nun zu unseren Leuten. Ja, warten. Nein, hallo, hallo, Old Man Schwermuth. Für heute danke vielmals. Komme nächste Woche wieder. Ende. So, nun wollen wir noch das Bier trinken. Ja, ja, das müssen wir. Weilen, es ist bald wieder gut. Es kennt hier andere Schwänze. Es ist bald wieder gut. Früh um 8 fahren wir heim, gell? Bisschen hinlegen müssen wir uns da. Ach, ich glaube, wir müssen langsam aufbrechen, gell? Ja. Herr Ober, Zahlen! Kommen Sie sofort! Wir auch, bitte Zahlen! Einen Augenblick, bitte! Frau Wirtin, die Herrschaften wollen zahlen. Ja, dann machen Sie mal die Rechnungen fertig, Herr Ober. Ja, das ist unmöglich. Ich weiß wohl, was Wolle und Korn kosten, aber von den anderen Sachen habe ich keine Ahnung. Du Mutti, was soll ich bloß aufschreiben? Die Gäste wollen gehen. Es muss doch hier irgendwo eine Preisliste geben. Ja, scheint weggeschlossen zu sein. Fatal für uns, was? Vielleicht warten wir, bis Vati wieder unten ist. Ach, der hat ja auch keine Ahnung. Aber warte mal, es gibt jemanden, der hier Bescheid wissen muss. Herr Pollack, der ist doch Gastwirt. Ich glaube, ich hab's.
Meine lieben, verehrten Gäste, einen Augenblick, bitte. Mainz war in Berlin zu Gast und ich hoffe, dass es Ihnen bei uns gefallen hat. Ach, es war wunderschön, was. Willkommen. Danke. Und damit Sie sich in unserem kleinen Lokal bis zuletzt wie zu Hause fühlen, sollen Sie genau das zahlen, was Sie bei sich zu Hause auch zahlen würden. Herr Pollack, der Wirt Ihres Stammlokals, ach, da ist er ja, bestimmt heute Abend die Preise. Bravo. Ja, ja. Dankeschön, danke, vielen Dank. Sie sind doch einverstanden, Herr Pollack? Aber selbstverständlich, ja. Frau Bitte, ausgestattet ist da einfach. Da fange ich alles Graf bei mir selber an, Herr Ober, kommen Sie, schreiben Sie mal. So, Frau Bitte. Okay, 4 Bierchen, 2,80. 4,82. 6 hatte, 4,20. 4,20. Ein Schindelbrot. Du, aber beeil dich jetzt, sonst komme ich zu spät nach Hause. Mensch, die Hefte sind weg. Ja, warum Zimmer? Die Hefte hat er bestimmt im Schreibtisch eingeschlossen. Was willst du jetzt machen? Abwarten, bis wir die Hefte wiederkriegen. Die ersten 4 haben Heik alle richtig. Bis dann steht ja nicht mehr in mein Heft. Parsifal wird mir ein paar sehr unangenehme Fragen stellen. Und wenn Sie wieder mal nach Berlin kommen, vergessen Sie nicht, uns zu besuchen. Wenn wir noch leben, kommen wir bestimmt. Dankeschön und auf Wiedersehen. Gute Reise. Stimmt so. Danke. Und wenn Sie nach Mainz kommen, vergessen Sie nicht, unser Lokal zu besuchen. Schillerstraße 30. Ja, nicht vergessen. Wird gemacht. Wiedersehen. 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 Na, Frau Wettin, das hat sich aber gelohnt, dass ich noch mal aufgemacht habe für uns. Da klingt bestimmt ein schöner Batze Geld im Kasten. Bestimmt. Also, alles Gute, auf Wiedersehen. 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 Kommt, gehen wir doch noch an die Tür. Ja. Wiedersehen. Ja. Ich mache inzwischen meine Abrechnung. Und der Schinken mit Zwiebeln, das ist eine feine Sache, Anna. Das musst du mal auch mal machen, gell? Also, hör schon mal, von so einem Weg, da könnte ich noch was lernen, das will was heißen. Von einem Lehrer kann man immer was lernen. Ja, hör schon mal, wie meinst du das? Steig aber ein. Ich erkläre es dir drinnen. Gut. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Oh, 24 Mark. Knie leicht zittrig, aber trotzdem gelungener Abend. 24 Mark Trinkgeld. 50 Pfennige rücken Sie gleich mal davon raus. Wieso? Na, Sie hatten doch ein Bier. Den Dämmer schaffen zum Einschlafen, erinnern Sie sich nicht? Sie nehmen es aber genau, Frau Wirtin. Ja, aber wenn es ein Lokal in Schuss halten will. Aber jetzt geht's ans Aufräumen. Wir können doch den Janitzens den Raum nicht so hinterlassen. Ja, aber die Bette lass ruhig raufgehen. Wir machen das schon alleine, Mutti. Das ist eine gute Idee, Susannchen. Herr Ziermann, hier nach. Ja, ja, bin schon unterwegs. Immer noch wach? So spät nach Hause gekommen, was? Ich war bei Petra auf der Party. Ja, was treibst du jetzt? Die Kleine. Ja, mach mal nicht so lange. Sonst kommst du morgen früh nicht aus den Federn. Gute Nacht, mein Junge. Na, du, Vati, arbeitest du noch? Ja, ich hab noch zu arbeiten. Korrigierst du die Hefte? Ja, schlaf mal. Vati, komm mal, setz dich mal her. Was denn? Ich muss dir was erzählen. Was denn? Körbe. Es ist doch wieder spät geworden. Ah, Mensch, bin ich müde. Otto, der brennt ja noch nicht bei uns. Frau Schulz scheint eingeschlafen zu sein. Soll ja beim Fernsehen manchmal vorkommen. Abend, Frau Schulz. Ach, Frau Janitz, ich wollte gerade gehen. Jetzt kann ich Ihnen den Schlüssel gleich selbst geben. Haben Sie was Interessantes gesehen? Wie war es denn? Ach, es war ganz außergewöhnlich unterhaltend. Das ist schön. Wir hatten auch einen netten Abend, nicht, Otto? Es war doch nett. Ich muss erst mal eine Molle zischen. Der Hahn stand ja lange genug still. Man sollte wirklich ab und zu was unternehmen. Otto, was hältst du davon? Am besten montags, da ist doch nie was los bei uns.